Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Wir sind heute in Berlin-Buch, einem Wohnbezirk, der bis heute durch seine DDR-Plattenbauten geprägt ist. Ein hoher Bestand an Sozialwohnungen hat hier im Nordosten Berlins in den Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung für ein relativ stabiles Mietniveau gesorgt. Doch diese Zeiten scheinen vorbei, zumindest für deutsche Mieter. Denn günstiger Wohnraum wird hier, wie wir in unserem Beitrag exemplarisch zeigen, von zwei Seiten in die Zange genommen. Buch im Bezirk Pankow ist eines der großen Plattenbauviertel, die in den 60er bis 80er Jahren in Berlin entstanden. Seit der Wende war hier das Sozialgefüge sehr konstant. Günstiger Wohnraum in einem kaum überfremdeten Umfeld machten das Gebiet für Geringverdiener attraktiv. Das ändert sich aber aktuell in einem atemberaubenden Tempo. Erstens durch gezielte Wohnraumverknappung. Seit 2014 sind im ethnisch bis dato nahezu rein deutschen Stadtteil gezielt Massenunterkünfte für sogenannte Asylanten aus dem Boden gestampft worden. Nicht nur das optische Bild Buchs ändert sich seither rasant. Nach und nach werden die Fremden dezentral im Wohnungsbestand der Wohnungsbaugesellschaften untergebracht. Weil die Mietkosten für Asylbewerber von staatlichen Stellen übernommen werden, sind sie als Mieter oft attraktiver als einheimische Geringverdiener, die in diesem Verdrängungswettbewerb die Leidtragenden sind. Wohnraumverknappung bedeutet aber auch ein steigendes Mietniveau. Zweitens, durch Luxussanierung. Auch in Buch hat eine unheilvolle Entwicklung eingesetzt, die auch in anderen Bezirken und Ballungszentren beobachtet werden kann. Es wird schlicht kaum sozialer Wohnraum geschaffen, sondern gezielt eine teure Luxussanierung forciert. Wie hier am Ludwig-Hoffmann-Quartier. Zudem haben sich die Bodenpreise in Berlin in den letzten 5 Jahren mehr als verdreifacht. All das führt zu einem höheren Mietniveau und einer nachhaltigen Veränderung der Sozialstruktur. So verändert ein Stadtteil innerhalb weniger Jahre sein Gesicht. Und so wird die Lage für deutsche Geringverdiener, Alleinerziehende und kinderreiche Familien immer prekärer. Bundesweit sieht es nicht anders aus. Waren 2009 noch 15% der Neubauten Sozialwohnungen, sank die Zahl im Jahr 2014 bereits auf 6%. Besonders getroffen hat es Sachsen. Im Jahr 2012 gab es hier noch 42.000 Sozialwohnungen. Ein Jahr später waren es nur 7.000 Wohnungen. Ein Rückgang von mehr als 80%. Im Westen Berlins sind nur noch 9% der Wohnungen Sozialwohnungen. Der bundesweite Mietindex spricht eine eindeutige Sprache. Seit 2010 sind die Mieten um 8% gestiegen, seit 1995 um ganze 26%. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Bundesbauministerin Barbara Hendricks möchte nun das Fördergeld für den sozialen Wohnungsbau aufstocken. Wohlgemerkt erst jetzt, angesichts der Zuwanderungsflut. Hier darf man die Frage stellen, für wen in diesem Land überhaupt Politik gemacht wird. Der Berliner NPD-Landesvorsitzende Uwe Mehen erläutert gegenüber DSTV, was jetzt getan werden muss. Die Asylantenheime, die gerade in Buch und Karow massenhaft gebaut wurden, haben allein hier 50,3 Millionen Euro gekostet. Gleichzeitig wird den Deutschen weisgemacht, dass nicht genug Geld da wäre für Sozialwohnungen. Hat schon die rot-rot-grüne Landesregierung die Aufgabe sich gesetzt, hier die Überfremdung durchzusetzen, indem zum Beispiel ein Abschiebestopp durchgesetzt wurde, will man weiterhin den sozialen Wohnungsbau vernachlässigen. Wir von der NPD fordern, dass nicht nur eine Spekulationssteuer eingeführt wird für leerstehende Wohnungen und für Grundstücksspekulationen, sondern dass von diesem eingesparten Geld auch Sozialwohnungen im verstärkten Maße gebaut werden. Aber wir fordern auch einen Zuzugstopp, weil so kann es nicht weitergehen, dass unser ganzes Land immer mehr überfremdet wird. Die politischen Fehlentscheidungen der Vergangenheit sind ohne Abstriche zu beseitigen. Insbesondere die Privatisierungen und die dezentrale Unterbringung von sogenannten Asylbewerbern und Flüchtlingen sind zu korrigieren. Sie sehen, es gibt Lösungen, wenn man nur will und wenn man im Interesse der einheimischen Politik machen möchte. Da dies aber momentan nicht geschieht, wird an einem konsequenten Politikwechsel kein Weg vorbeiführen, wenn wir unseren Kindern eine sichere und deutsche Zukunft hinterlassen wollen. Unterstützen Sie uns bei dieser Arbeit, abonnieren Sie die Deutsche Stimme in der Druckausgabe oder jetzt neu auch als Online-Abo und vor allem überlegen Sie sich ganz genau, wem Sie bei der nächsten Wahl Ihre Stimme geben. Damit verabschiede ich mich für heute. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal, Ihre Emma Stapel.